Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario, der Origami King. Ja, beim letzten Mal hat es hier in Bowsers Festung einen ordentlich schweren Kampf gegeben, wobei einen ist eigentlich schon fast untertrieben. Man muss sagen, es waren einige. Also wir hatten nicht nur einen Pappmacho als Gegner und irgendwie so eine komische Gummihand oder was auch immer, so eine Papierhand, sondern auch eine Schere. Und diese Schere hat auch die letzte Luftschlange bewacht, die mittlerweile Geschichte ist. Das heißt, wir haben alle Luftschlangen endlich gelöst und ja, ich würde sagen, es ist eigentlich alles angerichtet, um endlich ins Schloss vorzudringen, nämlich in das, wo sich ich wusste, irgendwann muss es mir passieren. King Olli natürlich. Boah, das ist als jemand der deutschsprachigen Community echt. Mann, jetzt habe ich die ganze Zeit unterdrückt. Jetzt wäre mir der Name fast rausgerutscht. Ja, sorry, Leute. Irgendwann muss es passieren. Mann, warum musste auch Olli heißen? Sorry, ich meine, den schreibt man zwar mit 2L, den, was ich jetzt gerade versehentlich gesagt habe, schreibt man mit einem, aber es macht sich besser. Gut, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich bin mir jetzt unsicher, ich glaube, muss ich hier links sogar? Ah ja, stimmt, ich weiß, da kann ich mich noch erinnern. Da hat ja die Luftschlange das Ganze abgeblockt. Mario, willkommen in meinem kleinen Lagerkämmerchen für den täglichen Oberschurkenwerksbedarf. Und wenn du hier schon staunst, dann warten wir mal ab, was uns hinter der Tür dort erwartet. Normalerweise ist der Zutritt zum Hochsicherheitsbereich ja streng verboten, besonders für dich. Daher habe ich ein Sicherheitssystem installiert, das eigentlich viel zu kompliziert für dich sein sollte. Dazu gehören die Säulen hier. Aber wie funktioniert das nochmal mit den Säulen? Los Mario, mach einfach mal was mit den Säulen. Ja, ich hatte das Ganze ja eigentlich schon gelöst. Und ich glaube... Nee. Doch, es ist noch gelöst. Nice. Also ich brauche es kein zweites Mal machen. Das ist gut. Gut gemacht. Dieser Dilettant von einem Sicherheitsexperten wird später was zu hören bekommen. Na dann, Hausherrn vor. Ja, also hier ist übrigens die Reihenfolge, also wie ihr sie anordnen müsst. Also sie müssen so in der Reihe gehen. Falls jemand das braucht. Falls irgendwer hier nicht weiterkommen sollte. Wollte nur mal gesagt haben. So, was erwartet uns dort? Heiliges Origami-Papier, ich traue meinen Augen nicht. Was genau soll das eigentlich sein? Geduld, Spitzkrönchen, das wirst du schon noch sehen. Mario, hergehört, du darfst wieder die Schmutzarbeit für mich machen. Los, mir nach. Warum entfalten wir den Kerl eigentlich nicht einfach? Muss ich das verstehen? Oh, Schatzmini. Nummer 111, Schnittschergen. Ach, so hießen die Slendermänner, so wie ich sie genannt habe ursprünglich. Ach, Mann. Oh, und hier ist noch... Oh, das war auch der letzte Block. Hier ist auch die Clownskutsche. Also ich weiß nicht, was das genau sein soll, aber das sieht stark nach einem großen Reaktor aus. Und hier scheint ein weiteres Rätsel zu sein. Den linken Knopf da, den musst du für mich drücken. Dann sind alle unsere Probleme gelöst. Drück ihn. Ja, wenn es so das ist, dann kein Problem. Warte, kommt der jetzt? Ja, da kommt ein Schiff. Ich dachte mir es gerade, ey, das ist also eine Garage, kann man sagen, oder so eine Werkstatt. Geilo. Alter, jawohl. Das freut mich schon mal. Seht hin und erzittert, meine brandneue Tiptop-moderne Superluftgaleere. Sieht toll aus und damit fliegen wir dann, ja? Da guckst du, Mario, was? Wahrscheinlich hätten wir dir damit mal so richtig das Fürchten gelehrt. Da ist ein Fehler drin, das CK gehört weg und auch das S, da muss ein X hin. Nur mal so gesagt. Wobei, das können wir ja immer noch. Mach an Bord ein bisschen die Augen zu, ja? Ui, auf der Luftgaleere bist du also auch der Saubermeister, wie? Ich bitte dich, Olivia, dies ist kein schnödes Putzwerkzeug, sondern ein Flugutensil arkaner Macht. Wobei das Deck tatsächlich dringend mal gefegt werden müsste. Platz da. Und bereit zum Dienst, Captain? Ja, das ist nicht geil. Bobby, bist du das Bobby? Wie kann das sein? Mario, kneif mich, ich sehe Gespenster. Wie kann es so viele Bobbys geben?
Aber ich dachte, Bobby wäre fort, nachdem er mein Leben mit einem großen Knall gerettet hat. Kann es sein, dass du mich mit einem anderen Bonbon verwechselst? Falls ja, nicht schlimm, sowas kommt öfters vor. Wir machen unseren Job und wenn der erledigt ist, ist der nächste Bonbon dran. Alles, was uns bleibt, ist diese Welt mit einem Riesenknall zu verlassen, Tantchen. Puh, wenn du das sagst. Ich werde mir einfach nicht so sehr den Kopf darüber zerknittern. Schön, dich wieder zu haben, Bobby. Und danke für alles. Aber vor allem, der sagt auch Tantchen. Das ist ja auch lustig. Schergen alle an Bord. Kurs setzen auf den Pilzpalast. Also ich könnte mich damit ehrlich gesagt nicht so anfreunden, dass ich nur das Ziel habe, mich zu suiziden. Das wäre absolut nicht cool. Und ihr zwei, wenn ihr bereit seid, heißt es allen los. Nichts mächtiges Essen, claro. Die Kurvenlage von dem Kahn ist nicht zu verachten. Das würde mich halt interessieren. Ich würde halt schon noch gerne in eine Weltenröhre zurück und mich ein bisschen ausrüsten. Aber ich glaube, dass es tatsächlich ja eine Weltenröhre in dem Schloss auch geben wird. Das sind ja unsere Ehrengäste. Kann der Spaß losgehen? Dass uns Bowser mal als Ehrengast bezeichnet, finde ich auch cool. Matrosen hergehört. Leinen los und Motoren an. Also wenn das nicht epic aussieht, dann weiß ich auch nicht. Also mir gefällt das richtig. Und damit sind wir bereit für den Angriff. Und wir werden sogar begleitet von Paracoopers und so. Haha, so lobe ich mir das. Dann mal Kurs genau auf die Vulkanspitze. Durchstarten! Hey, die sieht halt echt nicht schlecht aus. Das ist so eine rote tatsächlich. Die Frage ist, wird noch irgendetwas passieren? Wie wundervoll, ich kann kaum glauben, dass dieses schwere Schiff durch die Luft fliegt. Ich dagegen muss mich schon anstrengen, um nur ein bisschen zu schweben und dieses Schiff ist riesig, das passt zu dir, Bowser. Haha, recht hast du, Schnipsel. Das stärkste und effizienteste Schiffchen der Welt und ich bin stolz darauf. Das gute Stück fliegt schneller als eine Rakete. Ich kann euch nicht mal einen Bordtour anbieten, weil wir schon fast da sind. Captain König Bowser, Feind voraus, haufenweise Feind voraus. Echt? Lol. Na und? Denkst du etwa, die Schiffskanonen sind nur Garnitur? Ballermänner laden und Feuer frei! Ah, das machen die Spikes also. Jetzt wissen wir endlich, wie das aussieht bei so einem Schiff. Von Bowser. Oh je. Und auch Kugelwillis und alles ein richtig fettes Gemetzel. Haha, Kinderspiel, nicht mal dein Lack ist angekratzt. Da kommen noch mehr. Pff, schlechte Verlierer sind das mehr nicht. Mario, mach dich mal nützlich, wenn du schon auf meinem Schiff fliegst. Los, mir nach. Achso, darf ich jetzt ballern? Wenn ja, dann ist cool. Tatsächlich, oder? Ja, ich darf ballern! Ey, das freut mich ja schon mal mega. Du wirst meine Lieblingskanone abfeuern. Vermassel das bloß nicht. Das gute Stück lässt sich nicht mit Bewegungssteuerung oder mit dem linken Stick... Was lässt sich mit Bewegungssteuerung oder dem linken Stick bedienen? Was darf's sein? Ich mach Bewegungssteuerung, es ist einfacher. Ist gebonkt, dann mal Feuer frei. Okay. So, ich erkläre dir die Sache. Bewege die Dinger in deiner Hand, um zu zielen. Drücke A, um dem Feind Sauers zu geben. Und denk nicht mehr daran, dein Menü zu öffnen. Es geht um ein schönes Schiff. Wehe, du enttäuscht mich. Kimi Korn Karacho! Okay. Ah, das muss ich... Oh, das muss ich mit Bonbons machen. Ich habe 5 Leben. Habe ich.
Irgendwie tut das ein bisschen weh auch, weil wir wissen, dass wir einen guten Freund haben, der hieß Bobby. Und achso, das war... Jetzt hätte ich was Kami gekillt. Nee! Okay, scheiße. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Okay, aber es gibt Herzen zu ergattern. Nanu, was ist denn das? Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ah, ich habe ja schon versehentlich Kami gehittet. Das ist ja auch schon peinlich genug. Aber er nimmt's mit Humor. Nee, den anderen. Ich soll treffen halt auch. Was bringt ein Bonbon wirklich... Oh Mann, also das Bonbon kann das eigentlich keine Freude sein, wenn man eigentlich eine verschwendete Munition ist. Hilfe. Oh. Mein Retter. Ja, das weiß ich. Ich bin ein guter Schütze, nicht wahr? Ich meine, ich habe schon versehentlich Kami getroffen, aber das passiert. Im Eifer des Gefechts. Ich dachte schon, die machen Lametta aus mir. Vielen Dank für die Rettung. Ah, und da kriege ich ein Herz dafür. Es kommen noch mehr. Ja, das Problem ist halt, ich bin full life. Okay. Ah, verdammt. Ich muss immer aufpassen, wo die hinfliegen. Aber derweil treffen... Oh, verdammt. Derweil treffen wir relativ gut. Hammer, Volltreffer. Da kommen die nächsten. Was? Ich hab den nicht getroffen. Genau. Sie werden schneller, man merkt das. Okay, ist wieder ein Herz. Also wenn man schlecht im Schießen ist, ist das natürlich blöd. Aber ey, wie lange geht denn das eigentlich? Was das? Nein, von unten. Oh. Mach das Ding alle. Ja, okay, kann ich machen, kein Problem. Ich meine, jetzt habe ich schon einige abgeschossen, aber... Alter, das ist so geil hier. Also, ob ich das Scheißteil jetzt nicht treffe, das kann es doch nicht sein. Ich muss das Teil jetzt irgendwie treffen, halt auch. Bin ich zu schlecht, um zu treffen. Jetzt habe ich das alles so gut gemacht bisher, aber an dem scheitert es natürlich. Wie viele Bonbons hat... Oh, ich habe getroffen. Noch einer. Ich muss trotzdem aufpassen, dass die nicht irgendwie spontan herfliegen. Oh ja, das hat ihm jetzt ordentlich gezogen. Aber er kommt näher. Ich glaube, je nachdem, je mehr Treffer hat, umso schlimmer ist es. Okay. Der brennt schon ordentlich, Alter. Dem setze ich jetzt zu. Aber ich sehe nichts mehr. Ich glaube, das sollte gereicht haben. Und? Ist es besiegt? Sayonara, blödes Ding. Oh nein, es will... Knall es ab, Mario. Ich glaube, das könnte sonst ein Game Over werden. Oh Gott. Ich glaube, wenn uns das getroffen hätte, das wäre sicher ein Game Over geworden. Da wäre alles umsonst. Das haben wir alles nur Papas toller Luftgewehrlehre zu verdanken, damit das klar ist. Wobei Mario ein wirklich famöser Schütze war. Bei meinem Wams. Und nun Abflug, junger Herr. Mann, das war's schon. Mann, schade. Ich hätte noch gern länger geballert. Das war klasse, Mario. Du hast das ganze Schiff gerettet. Und die Explosion von diesen Bobbys war auch nicht ohne. Dass ich nicht lache. Ohne mein prächtiges Schiffchen hätte Mario blöd aus der Latzhose geschaut. Captain, großer König. Pilzpalast gesichtet. Beginn der Landeflug. Der Meinung bin ich auch.
Feind vom Backbord! Oh oh. Oh nee. Das war ein Volltreffer. Oh oh, da fallen ein paar runter. Ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Glutkrater. Es kommt echt eine Lavawelt. Und noch eine Bruchlandung. Ich meine, na sowas, eine Bruchlandung. Ist seine Bowserhaftigkeit gar nicht hier? Och nö, das mit der Luftgaleere wird Papa gar nicht schmecken. Ne? Die Versicherungskosten sind eh schon so hoch. Und wo sind wir überhaupt? Wir waren fast beim Pilzpalast. Es sollte also rein theoretisch nicht mehr weit sein. Was ist los, Mario? Bist das nur du oder ist es hier tatsächlich unheimlich heiß? Ja, schau mal, wo wir sind. Aha, die Welt brennt! Nun, ich denke, dafür gibt es eine simple Erklärung. Wir müssen den Pilzpalast verpasst haben und sind direkt im Vulkan gelandet. Hey, hier oben. Ich bin's. Vergesst das olle Schiff. Ich baue wie immer einfach ein neues. Kommt einfach rauf zu mir. Ich muss euch was zeigen. Papa, dir geht's gut. Ich habe schon Angst gehabt, dass sie dich noch kleiner falten. Wir sind gleich da. Wie ärgerlich. In diesem ganzen Tor war Bohu, sind uns mein Besen und die Clownskutsche des jungen Herrn abhanden gekommen. Wir werden uns wohl per Pedes fortbewegen müssen. Okay. Huch, hier am Rand ist es wirklich heiß, Mario. Ich mache mir Sorgen, dass dir etwas passieren könnte, wenn du hineinfällst. Einen Sturz in die Lava würdest nicht mal du überstehen, oder? Lass es uns lieber nicht ausprobieren. Ja, ich vermute mal, aus einem Blatt Papier wird da ganz schnell... Ja. Nichts Gutes. Aber, hä? Achso, hier ist die Treppe, okay. Ich wollte schon sagen. Aber trotzdem verwirrt mich das hier gerade. Warum kann ich hier hoch? Ich hab's mir schon gedacht. Ach so läuft der Hase hier. Laufe ich trotzdem noch mal ganz kurz zurück, weil vielleicht ist hier oben auch noch irgendwas. Naja, sieht nicht so aus. Den Sprung schaffe ich auch nicht. Gut, dann ist das schon geklärt. Jetzt wäre ich fast daneben gesprungen. Also ich kann hier einfach durchlaufen. Really? Really? Jetzt kommt noch Falschjagen auch dazu. Wunderbar. Oh, und Bonbons. Von denen hatten wir bis jetzt noch gar nichts gesehen. Das sind aber andere. Hilfe, sind das viele. Was machen wir denn jetzt? Ja, was? Wohl unsere Beine in die Hand nehmen, würde ich sagen. Es ist zu eng. Da kommen sie nicht durch mit ihrem überdimensionierten Körper. Dann auf zu keckern und lauf lieber. Wir müssen hier weg. Einige Bonbons, die landen sogar einfach nur in der Lava. Verdammt. Okay, da findet gar kein richtiger Kampf statt. Einfach laufen, einfach laufen. Ja, yeah, sie kommen. Ja, das sehe ich auch, dass sie kommen. Ist das dasselbe mit den Kettenhunden oder wie darf ich das verstehen? Nice, Kamek. Ich halte es ja auf. Ihr anderen seht zu, dass ihr zu seiner Lieblosigkeit gelangt. Das machen wir. Danke, Kamek. Jetzt muss man da irgendwie weiterkommen. Oh nee, Bombe. Hat sich sogar gelohnt. Noch eine Bombe, noch eine Bombe. Warte, jetzt müssen wir aus. Also wir kommen hier nur weiter, wenn wir das so machen. Ist da hinten irgendwas? Nee. Wir können es uns nicht so viel leisten, ne? Ja, Kamek hält sich super auf. Okay, aber komm. Ah, ja. Er ist am Ende seiner Kräfte. Das ist blöd. Nein, 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 nee! Ich bin... Fuck. Ich bin daneben gesprungen. Boah, Markus, du Idiot!
Bei welchem Punkt stehen wir jetzt wieder? Okay, hier. Boah, das lief gerade überhaupt nicht. Mann, wie dämlich. Ich dachte, wir hätten gute Chancen, aber dann springe ich einfach mal so runter. Gut, das war das nächste Game Over an der Stelle. Absolut peinlich. Das mit dem Kettenhund war ja schon lame. Okay, da konnte ich nicht viel dafür. Das waren ja auch 3 Game Overs insgesamt. Aber das hier war jetzt gerade absolut lächerlich des Todes. Vor allem mit Bowser Jr. bin ich ja gemeinsam reingefallen. Das kommt ja auch noch dazu. Also Bowser selbst wird mich im Normalfall köpfen. Oh, verdammt. Selbst wenn wir hier so viele Herzen bekommen, wenn du instant down gehst, dann bringt dir das ja gar nichts. Warum explodiere ich? Richtig. Kann man das nicht überspringen irgendwie? Nee, wir müssen uns das jedes Mal angucken, wenn wir jetzt sterben. Okay, also nicht zu viel failen, das ist klar. Ich war halt abgelenkt, weil die ganze Zeit der Boden weggebrochen ist. So, gerade durchlaufen. Okay, ich bin echt am Schluss gleich direkt. Ja, ich war sowieso in Stimmung für ein kleines Kämpfchen. Zeig mal, was ihr drauf habt, die Knalltütner. Pass auf dich auf, Junior. Okay, jetzt müssen wir alleine weiter. Junior! Oh, nee. Wir müssen. Okay, jetzt ist Bau... Oh, jetzt wird's lustig. Oh ja, und die Hälfte fällt mir gleich direkt runter. So, wir sind hier. Tja, also, Kamek und Junior... Ja, ich habe gesehen, was passiert ist. Die kommen schon klar. Ich will hier nicht groß über meine Erziehungsphilosophie quatschen, aber Kinder müssen auch mal ein Risiko eingehen dürfen. So, jetzt schaut euch das mal an. Die Hauptkanone der Luftgewehre ist noch okay. Das klingt jetzt vielleicht verrückt, aber wenn wir uns da reinsetzen, können wir uns direkt durch die Decke schießen. Und dann sind wir direkt am Pilzpalast. Also, wer ist dabei? Joa. Bleibt mir was anderes übrig? Achso, wir sollen uns schießen, oder was? Wenn das nicht in die Hose geht. Und hier ist die Weltenröhre, ich sehe sie schon. Hier sind wir. Na, seht ihr? Wäre schön nett, wenn meine Genialität auch mal gewürdigt werden würde. Also ich finde dich ganz toll, Pause. Ich bin ein beeindruckt, dass du so viele Schergen als dein Gefolge hast, wo du doch nur ein Gesicht bist. Puh, aber erstmal kurz durchatmen. Wir müssen meinen Bruder aufhalten und Prinzessin Peach retten. Ja, der Meinung bin ich auch. Also, wenn ich mich nicht verzählt habe, müsste das hier Folge 54 sein. So lange haben wir gebraucht, um hierher zu kommen. Krasses Ding. Trotzdem sehe ich mich kurz nochmal außerhalb hier herum. Ich glaube, hier könnte noch ein bisschen was sein, eventuell. Okay, hier jetzt vielleicht nicht, aber hätte ja sein können. Gut, hier nicht. Dann gehen wir nochmal auf die andere Seite. Scheint aber auch alles clean zu sein. Es ist einfach nur ein Vorraum, nicht mehr und nicht weniger. Jupp. Sieht so aus. Da wir noch ein bisschen Zeit haben, ein paar Minütchen, würde ich sagen, wir gehen jetzt erstmal kurz nochmal zurück in die normale Welt und kaufen erstmal ein bisschen ein. Aber Leute, auf alle Fälle, das hier ist die 6. Welt also. Ich meine, war eh nicht anders zu erwarten. Ist einfach schön zu sehen. Normalerweise sind so lange Spiele für mich eigentlich gar nichts. Irgendwann breche ich sie normalerweise immer ab. So bin ich es bis jetzt immer gewohnt gewesen von mir. Aber bisher, finde ich persönlich, ist das Let's Play relativ gut verlaufen. Und ich freue mich jetzt schon auf die finale Welt. Vor allem das Schloss wird sicher einiges für mich parat haben, das weiß ich jetzt schon. Gut, dann erstmal ab, zurück. In den Shop. Hoppala, ne, falsches. Das war nicht der Shop. Der Shop sieht ein bisschen anders aus. Hier ist das Museum. Der Shop war hier rechts, ich war, genau. Oh.
Oh ja, das sieht relativ gut aus. Dann können wir erstmal richtig schön einkaufen. Colorstiefel haben wir. Ich meine, ich werde wahrscheinlich Sagenhafte brauchen. Sagenhafte Eisenstiefel habe ich eh genug. Colorhammer, genau. Das war auch so ein Ding. Da hatten wir ein paar mehr Probleme, weil die haben wir nach einer Zeit nicht mehr so wirklich bekommen. Deswegen von denen würde ich sagen, gehen wir auch mal auf 4 hoch. Keiler Pilze. Na gut, nehme ich auch noch einen mit. Ansonsten Glitzerwurfhämmer. Stimmt, Wurfhämmer. Glitzerwurfhämmer, die sind wichtig. Die kosten zwar auch relativ viel, aber von denen hätte ich schon gern einige. Glitzerwurfhämmer sind nie verkehrt. Ich würde sagen, gehen wir auch mal auf 4 hoch. Und hier hat man noch Glitzerschweif. Gut, das brauche ich aber alles nicht. Von den meisten Sachen habe ich hier genug. Ja, nice. Dann finde ich cool. Aber trotzdem fehlen da oben noch immer 2 Artikel. Wahrscheinlich sind das so 2 Sachen, die erst später kommen. Ansonsten kann ich hier noch irgendwas gerade erledigen oder holen. Irgendwas hat der da drin gerade von dem Pokal gelabert. Ich meine, ich muss eh sowieso wieder zurück, deswegen alles gut. Gute Neuigkeiten, Mario. Wir haben da einen Neuzugang in Sachen Pokale. Es ist ein Schatzmini, okay? Alle Pokale werden sorgfältig mit meiner eigenen Spucke handpoliert und in der Schatzgalerie ausgestellt. Ja, wenn mich mein Sammelinstinkt nicht täuscht, fehlen dir noch genauso viel, so viele Pokale. 14. Okay. 14 Pokale? What? Warte, wird das nach Schatzmini berechnet wahrscheinlich oder irgendwie so? Ja gut, ist egal. Wir gehen zurück. Vulkangipfel heißt die Welt anscheinend. Wobei die Vulkanpassage tatsächlich eigentlich jetzt schon vorbei ist. Die hat 10 Minuten gedauert, nicht einmal halt 5 Minuten. Na endlich, hat er lange genug gedauert. Also los jetzt. Tja, aber nicht mehr in der Folge. Leute, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da betreten wir dann das Schloss. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag. Ciao, Leute.